Herzlich willkommen bei X-Rivers. Wir haben in der letzten Folge gehackt und nochmals gehackt. Jetzt wollen wir mal zu kleiner Pulverfass fliegen. Zu kleines Pulverfass. Dort, wir sind aber noch auf der Suche nach unserer Kontaktperson. Schon mal bereit machen, um gleich auszusteigen. Kleines Pulverfass. Ah. Oh, ein Konstruktionsschiff. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Wollen wir mal schauen? Wir sollen uns mit dem unterhalten irgendwie. Bin ich ja mal gespannt. Wir werden gerufen. Unbekanntes Schiff, das ist nah genug. Was wollen Sie? Hier spricht Yisha Terran von Herz von Albion an Bord der Albion Skunk. Ich würde gern mit Yu'ulis sprechen. Halten Sie Ihre Position und warten Sie auf Anweisungen. Na, aber natürlich. Immer doch. Du kennst Yu'ulis? Ja, wir haben einige Geschäfte abgewickelt. Gewöhnlich habe ich ihr Geheiminformationen gegeben und sie hat mir dafür aus schwierigen Situationen herausgeholfen. Du kennst sie? Nur vom Hörensagen. Und nun hast du mich in Bormann getroffen und hoffentlich jetzt gleich auch Yu'ulis. Dein Leben muss ziemlich langweilig gewesen sein, bevor du mich getroffen hast. Versuch es friedlich. Naja, langweilig. Albion Skunk, Sie haben Landeerlaubnis erhalten. Vielen Dank. Aber ob das Leben so langweilig war, also es ist jetzt zwar sehr, sehr aufregend, aber auch sehr, sehr gefährlich. Und da muss man sich ja fragen, möchte man das wirklich oder möchte man nicht einfach ein ruhiges Leben führen? Sein Geld verdienen, Ruhe haben. Ein paar Freunde haben. Und sich sonst weiter nicht viele Gedanken machen. Oh, da möchte man wirklich richtig Action. Und gefährlich leben. Also, wir docken doch mal an dem Konstruktionsschiff. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Mann, das brummt aber ganz schön auf dem Schiff. Gibt es hier Container zum Einsammeln? Oh, ja. Gibt es hier sogar was zum Hacken? Schildkontrollkonsole, damit können wir die Schilde abschalten, aber das bringt uns einfach mal gar nichts. Gewürz und anderer Mist. Ja, schön. Aber im Großen und Ganzen... Zack, oh. Zack. Zack. Hopp. Ah. Ein Koffer, der nichts bringt. Was kann ich da nicht? Ah. Ich wäre da gerne raufgesprungen, danke. Weil hier liegt nämlich auch noch ein Koffer. In dem... ein bisschen Geld drin ist. Hä, das... Oh, da kommt er nicht hoch. Aber... naja, das Springen und allem drum und dran ist doch ein bisschen hakelig konstruiert. Oh. Amphetaminsulfate, die können wir wieder teuer bei irgendeinem Schwarzhändler verkaufen. So. Guten Tag, ich möchte mich gerne mit Ihnen unterhalten. Yisha, Freundin, es ist mir eine Freude, Sie wiederzusehen. Es ist mir eine Freude, dich wiederzusehen. Und wer ist dieses Männchen an Ihrer Seite? Ren Otani, Kapitän der Albion Skunk. Ah, verstehe. Sie hieß früher Stolz von Albion, wenn ich mich nicht täusche. Sie müssen ein seltsames Wesen sein, ihr so einen Namen zu geben. Das war ich nicht. Irgendein Spaßvogel hat die... Vergessen Sie es einfach. Yu'ulis, wir versuchen unsere Sachen und Leute zu finden. Kannst du uns dabei helfen? Ich habe gehört, Sie wären auf der Flucht. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihre Besitztümer zu erfassen. Glücklicherweise konnte Plutarch Sie nicht finden, bevor Herz von Albion mit Ihren Angriffen begannen. Es liegen sehr schwierige Zeiten vor uns. Ich bin mir sicher, dass Plutarch alle Herz von Albion-Sympathisanten gefangen nimmt. Vielleicht ist Falk an einem Gefängnisausbruch interessiert. Wir können keine Gefangenen aus einer hochgerüsteten Gefängnisstation befreien, selbst mit allen Schiffen von Herz von Albion nicht. Das müssen Sie nicht tun.
Die Leute, nach denen Sie suchen, befinden sich auf einem Gefängnisschiff, einem umgebauten Frachter. Wir brauchen so viele Informationen über dieses Schiff wie nur möglich. Sie werden sich damit zurechtfinden müssen, dass ein Teladi immer eine Gegenleistung für einen Dienst erwartet. Ich will Informationen. Informationen über alles, was Sie hinter dem Tor finden. Ich wusste, dass Sie es rasch herausfinden würden. Nun können wir auch gleich aus den Informationen Profit schlagen. Sie scheinen sich ziemlich gut auf das Erwirtschaften von Profit zu verstehen. Ich sollte im Hinterkopf behalten, dass ich auf der Hut sein muss, wenn ich mit Ihnen Geschäfte mache. Wenn Sie zu Ihrem Schiff zurückkehren, werden wir den Tausch beenden. Vielen Dank, Yuulis. Ja, okay. Kann ich mit dir nochmal sprechen? Ich kann Sie leider nicht mehr unterhalten. Sie müssen nun gehen, Jüngling. Ja, ist ja gut. Jetzt mal nicht so, ne? Dann nur nochmal irgendwas fragen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ein Gefängnisschiff. Oh, 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 oh. Übertragung abgeschlossen. Wir haben alles. Insassenliste, Schiffsspezifikationen, Eskortenbesatzung. Alles, was wir für einen Ausbruch benötigen. Die hat Spaß, die Gefangenen mit Gewalt aus einem Schiff holen, wenn wir das ganze Schiff klauen können. Es tut mir leid, aber hast du dir gerade eine geniale Idee einfallen lassen? Ich bin voll dafür. Ich sende einen Datenstrom mit unserem Vorschlag zu Bormann. Ich bin mir sicher, dass er die Gelegenheit ergreifen wird. Ja. Der Datenstrom ist raus. Hoffentlich erhalten wir bald eine Rückmeldung. Wir sollten sicherstellen, dass wir für eine Enter-Operation gerüstet sind. Akquiriere Marineoffizier. Jetzt bekommen wir praktischerweise das Tutorial, wie man ein Schiff entert. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir irgendwo eine Entermannschaft kaufen kriegen. Wir fliegen einfach mal zu der Station. Was ist denn hier los? Können wir bei der Station überhaupt kaufen oder ist uns die mal einfach mal komplett feindlich gesonnen? Man, hier ist uns ja fast alles feindlich, ne? Oh oh. Das wird, glaube ich, gar nicht mal so einfach, irgendwelche Personen jetzt zu akquirieren, weil viele wahrscheinlich zur PMC angehören. Und, ja. Wie wir wissen, mögen die uns mal gar nicht. Ja. Wo können wir denn mal landen? Ich glaube, irgendwo auf dieser Höhenposition. Gib mal ein bisschen Gas, das dauert mir ja ein bisschen zu lange. Ah, da. Ich sag doch, irgendwo auf dieser Höhenposition. Da können wir einfach mal gar nicht landen. Das Problem ist, dass die uns beide nicht mögen. Beide Stationen haben ein Problem mit uns. Hier können wir aber hin. Ah. Dann wollen wir mal einen Kurs setzen und mal gucken, ob wir auf den Stationen einen Marineoffizier finden. So tief im Feindgebiet ist natürlich auch ein bisschen übel, ne? Ey. Hat er gerade versucht, auf mich zu schießen? Ich glaub's ja nicht. Hoffentlich kicken wir sie damit mal ein bisschen aus dem Highway heraus. So. Erreiche Werner Dunst. Aber bei dir darf ich doch sicherlich andocken, oder? Reparaturabteilung. Ich glaube ja nicht, dass ich unbedingt dort einen Marineoffizier finden werde. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andock Erlaubnis erteilt. Ich finde aber auch keine. Verärgern Sie nicht die Ortsansässigen. Ein Techniker, ja, okay. Was hat es eigentlich mit diesem ganzen KI-Gedöns auf sich? Du hast gerade gesprochen, ne? Dann will ich doch mit dir mal eben reden. Auf ein Wort!
Wenn Sie hier kaufen, wird sich das für Sie bestimmt bezahlt machen. An KI interessiert? Ich kann Ihnen alles dazu erklären. Ich bin erstmal sowieso eine Weile hier, also warum nicht? Nein, hätte auch besser sein können. KI ist auf Ihre einprogrammierten Einsatzzwecke limitiert. Ich gebe Ihnen 10 Sekunden, etwas von Bedeutung zu sagen. Grenzen von KI? Die Begrenzung der KI besteht darin, dass sie nur lernen können, mit mehr Daten umzugehen, nicht aber Daten differenziert zu behandeln. Mangelnde Sachkenntnis kann man ihnen mit Sicherheit nicht vorwerfen. Nein, und jetzt bitte nochmal die AGI. Oh. AGI kann sich neuen Situationen gegenüber anpassen, wenn sie auf Unbekanntes trifft. Sie haben eine lockere Art. Schön und gut, aber bei mir kommt die nicht an. Nun, alles in allem haben wir uns ganz gut verstanden, denke ich. Lassen Sie mich raten. Sie brauchen irgendwas. Handelsupdates. Oh. Das verstößt ja eigentlich gegen meine Prinzipien. Aber es gibt da einen Stationspreisnachlass, den ich an Sie weitergeben kann. Halt auf ein Wort. Wenn Sie hier kaufen, wird sich das für Sie bestimmt bezahlt machen. Ich wollte doch Abmeldung eigentlich... erfolgt. Wollte eigentlich Stationsinformationen kriegen, Handelsupdates kriegen, aber nein. Will sie mir nicht geben. Was wird da oben schon wieder rumgefeuert? Das heißt, wir müssen mal andere Andockpositionen finden. Hatte ich hier doch irgendwo. Da hatte ich noch mal eine. So, da wollen wir mal andocken. Irgendjemand Dies versucht ist die Falle zu erreichen. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andock Erlaubnis erteilt. Ja, meine Firma versucht mich gerade zu erreichen. Nicht die Ortsansässigen. Das ist mir aber gerade mal vollkommen Laterne. Da werde ich jetzt definitiv nicht rangehen. Ich bin jetzt gerade mitten in der Aufnahme. Ja, ich habe den heutigen Tag frei, deswegen nehme ich dort mal ein bisschen auf, damit ich mal ein bisschen vorarbeiten kann für die nächsten 2 Wochen, die dann kommen. Weil, ja, da wird sehr, sehr viel Arbeit auf mich warten. Was suche ich? Marineoffizier suche ich, ne? Mal gucken, ob wir hier einen finden. Ich bezweifle es, ja. Ah, Mann, wo will ich denn eigentlich hin? Ja. Marineoffizier, wo haben wir denn einen? Wenn wir denn schon mal hier sind, dann nehme ich die ganzen Schränke auch mit. Also nicht die Schränke, sondern den Inhalt, wenn einer da ist. Was bist du? Du bist ein Schiffstechniker. Irgendwie sind hier relativ wenig Leute an Bord. Muss ich mal so feststellen. Wie kann etwas so Schönes nicht real sein? Können wir mit dir mal... Hallo, Pilot. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Sie reden doch nicht von den Holotänzerinnen, oder? Nicht besonders. Ich vermute, das ist auch alles VR. Oh. Na, anstatt nur über die Holotänzerinnen zu diskutieren, würde ich lieber über das ganze Thema VR reden. Das schien Sie ja aufzuregen, oder nicht? Sie sind sehr überzeugend. Schädigen Schönheit, äußern. VR ist gut. Oh. VR ist insgesamt etwas sehr Gutes. Es gibt viele gute Anwendungsgebiete dafür. Treffend ausgedrückt. Dem kann ich zustimmen. Dieses Gespräch war sehr gut. Brauchen Sie etwas? Noch Handelsupdates! Fragen nach Bewerber. Ich
Ich hätte gerne Rabatt. Warum sollte ich Ihnen nicht auch von einer guten Handelsgelegenheit erzählen, von der ich gehört habe? Weil mich das nicht interessiert. Was hat es mit dem ganzen KI-Ding auf sich? Ich will doch nur einen blöden Handelsupdates, aber die kriege ich anscheinend momentan nicht. Kriege ich denn wenigstens einen Marineoffizier? Ja, einen Kapitän will ich nicht. Ich will einen Marineoffizier. Okay, hier kriegen wir schon mal keinen Marineoffizier. Also auf eine nächste Position warten, gucken. Da müssen wir mal hier schauen, ob dort eventuell einer rumgeistert. Halt. Ein Verteidigungsoffizier. Gibt es denn hier einen Marine... da wird mir doch ein Marineoffizier angezeigt. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Bekommen wir... Erlaubnis erteilt. Genau, bekommen wir... Verärgern Sie nicht die Ortsansässigen. Hier ja mal ein. Dann schaffen wir das doch in dieser Aufnahme. Ansonsten werde ich, wenn ich jetzt in dieser Folge keinen Marineoffizier bekomme, einen suchen und erst ab dem Zeitpunkt wieder aufnehmen. Das ist vielleicht doch beschwerlich. Ach komm, ich muss diese Sachen untersuchen. Es ist alles bares Geld, was hier rumliegt. Schöner Albion-Tabak. Geld kriegt man ja manchmal auch. Raumfliegen-Eier. Hochillegale Sachen. Ist mir aber auch gerade vollkommen Laterne. Da mich die Pimps hier so oder so schon nicht mehr mag. Au, au, au. Müssen wir hier mal gucken, wa? Na, was kriegen wir hier noch so Schönes? Oh, noch mehr Raumfliegen-Eier. Vielleicht finden wir ja auch einen Schwarzmarkt, in dem ich den ganzen Kram mal verkaufen kann. Das wäre eigentlich auch nochmal gar nicht so verkehrt, wenn wir das finden würden. Nis. Ach, wie schön. Hier ist einfach mal gar nichts drin. Das hatte ich auch noch nicht gehabt. Zack, zack, zack. Lauf, lauf, lauf. In die Mannschaftsquartiere hinein. Marineoffizier? Nein, Waffenhändler. Hoffentlich ist der Marineoffizier war aber auch türkis angezeigt. Also das war jetzt, der war uns jetzt nicht feindlich gesonnen. Oder verärgert gesonnen. Ja, uns wird... Uiuiui. Rennen. So, Marineoffizier. Ein Marineoffizier. AGI hier. Was soll der Aufschlag? War ja auch unsere Mission, ne? Akquiriere Marineoffizier. Hallo, hallo, Kollege. Zeigen Sie mir mal Ihre Fähigkeiten. Wollen Sie mir nicht zeigen. Ich möchte Sie anheuern. Auch für 45.000 sofort. Vielen Dank für die Anstellung. Ich werde Ihre Erwartungen nicht enttäuschen. Jetzt brauchen wir noch Infanteristen. Ich denke, wir haben nichts zu bereden. Ich will nicht mit dir sprechen. Ich will mit der Rekrutenheine hier sprechen. Ich habe hier ein paar großartige Angebote. Ich möchte Marines Infanteristen anheuern. Akzeptiert. Und zwar eigentlich 8 Stück. Was kostet mich 8 Stück? Eine 76.000. 220.000 für 10 Stück. Nehmen wir 10? Oder nehmen wir vielleicht noch einen Ticken mehr? Nee, wir nehmen vielleicht auch noch etwas anderes? Pass auf dich auf und auf Wiedersehen. Und jetzt noch ein Captain, ein Capitano. Oh, wir haben einen Piloten. Sie werden es niemals bereuen, mich eingestellt zu haben, Sir.
Den nehme ich auch mit. Ihr wisst, warum ich den mitnehme. Wir werden ganz schön pleite. Muss man mal sehen, dass ich irgendwo wieder an Geld rankomme. Aber jetzt brauchen wir noch einen Kapitän. Oh. Ich würde aber mal sagen, ich werde an dieser Stelle einmal speichern, natürlich. Werde die Folge an dieser Stelle auch beenden. Ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen, offscreen einen Kapitän suchen, weil das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so interessant, sage ich mal. Und wenn ich denn den Kapitän gefunden habe, dann werde ich wieder einschalten. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, einen schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.